Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Hearthstone. Und wir werden wieder versuchen, hier Richtung Rang 20 zu kommen. Traurig, aber wahr. Und ich will einfach mal gucken, ob Reyno, mein Reyno Prinz Mage, den hatte ich schon mal angespielt, live. Oder beziehungsweise nicht live, sondern in der Folge. Und ja, ganz gut verloren. Ich würde es nochmal ausprobieren, weil du kannst natürlich auch manchmal Pech haben. Wobei wir schon gegen Reyno Mage gespielt haben. Wenn wir jetzt natürlich auch noch als Beispiel einen Tempo Mage bekommen würden, würden wir es nicht einfacher haben. Ich bin halt jetzt, ich sag mal, ja, noch ein bisschen am Rumprobieren. Wobei man ja wissen muss, wir nehmen erstmal die hier alle weg. Die behalte ich, die finde ich ziemlich nice. Ja, okay, das sieht auch gut aus. Vor allem die auch. Vor allem ab April wird sich ja nochmal alles ändern, ne? Mit dem Elementaren und mit den ganzen Gedöns. Das wird schon sehr interessant. Unguru, Trate. 135 Karten, glaube ich, hatte ich erzählt, beziehungsweise weiß man ja mittlerweile. 135, ja. Okay, er klaut mir erstmal hier was. Freundchen. Okay, wir machen ganz normal weiter. Er hat noch keine Waffe anliegen, somit können wir hier auch getrost weitermachen. Wir haben auf jeden Fall auch schon mal die Eisbarriere, ist auch gut. Er hat eine Waffe, die ist aber noch nicht gepimpt. Wenn er mit der angreift, dann lassen wir die auch erstmal. Glaube, ich würde mir. Witzig, das ist normalerweise eher eine Schurkenkarte. Was wir die nun gerade bekommen. Eieiei, die ist auch nice. Die für 6 Mana ist ein bisschen krass. Finde ich da einen zufälligen Diener jedes Spielers. Oha. Die ist krass. Aber die habe ich selbst noch gar nicht. Also mir fehlen sogar, ich sag mal, aus dem normalen Hearthstone noch so viele Karten. Ragnaros fällt mir da sofort ein. Meucheln wegen schon mal weg. Ah, der Schaden, der stört mich. Oh, er hat ein Geheimnis von mir. Okay, Eisbarriere vielleicht. Machen wir erstmal so. Damit er ein bisschen langsamer vorankommt. Die wäre noch so ein bisschen nackig auf der Brust, ne? Den würde er wahrscheinlich relativ zügig wegkriegen. Wobei ich natürlich mit ihm erstmal ein paar Zauber von ihnen raushole, um ihn zu schützen. Das kann ich machen. Das kann ich machen. Er legt erstmal eine Waffe. So, warte mal, ein Geheimnis. Warte mal, wenn der natürlich Spiegelgestalt. Das wäre bitter, ne? Aber dann lieber bei dem. Oder soll ich erst die Waffe zerstören? Wahrscheinlich ja. Gucken, ob er Spiegelgestalt hat. Hat er nicht. Hätte man sparen können. Ja, dann werden wir jetzt in der kommenden Runde den spielen und vielleicht ihn hier. Wobei 4 Schaden, also die 3 sind natürlich auch nice. Dann spielen wir. Also den werden wir sehr wahrscheinlich spielen, einfach um ihn schon mal zu schützen, falls er nochmal scheiß Zauber auf der Hand hat. Dass die schon mal weggehen. Jetzt legt er eine Waffe an und zerstört den. Ja, ich glaube, Eisbarriere, ich glaube, er hat mehr als Eisbarriere. Da wird ein bisschen mehr kommen. Ich glaube, dass der Gegner zerstäubt wird. So, ihn. Und jetzt hau mal deine Zauber raus, die du so hast. Alle raus damit. Okay, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wobei wir den aber relativ easy down bekommen. Eigentlich wollte ich ihn nämlich auch spielen.
Ja, machen wir so. Jetzt hat er ein, zwei Zauber rausgeholt. Ich hoffe, der wird nicht... Ah, dann hat er Eisblock. Die Ratte hat Eisblock. Aber ein Reno wird er wahrscheinlich nicht haben. Das würde mich jetzt wundern. So, wir haben zeitlich noch keinen Stress. Das heißt, den müssen wir noch nicht spielen. Auch Mana-technisch. Wir sind jetzt bei 7. Wir könnten den spielen für Zauberentlockung oder ihn. Ich glaube, ich denke eher an ihn hier. Weil er hat keine Diener gerade. Guck mal, er überlegt aber auch schon. Ne? Die Bruderschaft wird siegen. Wow. Okay. Wow. Sackgesicht. Sackgesicht. 3, 6, 9. Die werden nicht alle drei auf den raufgehen. Ich glaube, ich spiele erst in dieser Runde ihn. Um dann... Ja. Genau. Dann haben wir ein bisschen Schaden verursacht. Und können ohne Probleme dann auf seinen Combo-Typen da raufgehen. Weil wir hätten auch den spielen können. Und auch machen können, ne? Shit. Wäre fast besser gewesen. Wobei ich momentan noch entspannt bin. Wir haben 31 Verteidigung. Also ja, okay. Klar, er verursacht ja jetzt ein bisschen Schaden. Schön wäre, wenn wir jetzt mal langsam den Eisblock kriegen könnten. Aber den erstmal weg. Zack. So, und jetzt werden wir in der nächsten Runde, das ist ein 5-5er, da wird er auch nochmal ein bisschen was raushauen. Dann werden wir jetzt ihn hier rausnatzen. Ihn und ihn. Denke ich mal. Außer da passiert's. Okay, was kostet der? 5. Oh. Okay. Okay, also wir werden ihn spielen, um so einen Mini-Spot zu haben. Dann sind die hier alle nochmal günstiger. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. Reno, sehr gut. Dann machen wir den. So, dann sind die alle einmal günstiger. Er macht 3, 6 Schaden. Dann habe ich noch 10. Muss vielleicht nächste Runde den Reno spielen. Das wäre schade, weil wir den Eisblock noch nicht haben. Weil dann können wir mal schön warten, wenn wir den Eisblock eingesetzt haben. Und wir selbst würden 7. Also geht er komplett face, haben wir noch 7. Aber gut, er wird nicht komplett face gehen. Oh, ich halt nicht. Er wird hier schon den weg haben wollen. Langsam müssen wir ihn eigentlich auch mal spielen. Können auch einen zum Schweigen bringen. Könnten uns hier natürlich auch nochmal den Eisblock vielleicht holen. Aber das wäre ein bisschen Risk. Obwohl, wir können erst den spielen. Und können ja dann gucken, ob wir den Eisblock gekriegt haben. Nein! Warum gibt der denn auf? Hat er zu wenig Karten gehabt, oder? Okay. Ja, Rang 20, wo wir auch nicht mehr runterfallen können. Ja. Also, das wäre auf jeden Fall noch eine etwas längere Runde geworden. Cool wäre eigentlich, fällt mir gerade so ein, wenn jetzt einer aufgibt oder Internetverbindung beendet wird, dass man irgendwie die Möglichkeit hätte, Spiel gegen den Computer weiter. Und dann hat der natürlich trotzdem das beendet. Aber man könnte seine Runde zu Ende spielen. Das wäre irgendwie... Wäre das cool? Ich meine, so ist es natürlich auch nett. Dass man... Oder man hätte die Wahl. Möchtest du gegen Computer die... Also man hat erst das und dann kommt jetzt als nächstes... Möchtest du die Partie gegen den Computer beenden? Weil manchmal ist das ja für Quests auch interessant. Spielt 50 Schurkenkarten aus oder so. Wenn das dann immer so kurze Matches sind. Also... Oder halt... Weil er halt vorher abgebrochen wird. Warum nicht? Wäre mal eine Überlegung wert, oder? Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge morgen 18:30 Uhr wieder. Ich sage vielen Dank.
Bis bald. Euer Gonchi. Tschüss.